Moin Moin und hallo meine lieben Sammlerfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute möchten wir mal wieder zusammen eine Figur auspacken. Darum seid ihr genau hier richtig und wir schauen uns mal heute von der Firma Hot Toys die War Machine Mark II, bekannt aus dem Film Iron Man 3 an. Diese Figur ist auch aus der Diecast oder in Diecast. Da sind verschiedene Metallteile drin, nicht nur Kunststoff, damit sie hochwertiger, stabiler ist, farbenfroher ist. Und sie ist im 1 zu 6 Format. Das heißt, oh, es ist keine allzu kleine Figur, sondern eine wunderbar ansehnliche, ja, Vitrinenfigur, sage ich mal. Frei beweglich, aber was die alles kann, schauen wir uns gleich an. Erstmal gucken wir auf die Verpackung, denn dort haben wir den Schriftzug Iron Man 3, aus dem ist die Figur bekannt. Wir haben ein schönes Art Design hier von der War Machine, die die Front ziert. Hier haben wir die Nummer, es ist die MMS 198-D03 War Machine Mark II, 1 zu 6 Scale, kollektive Figur von Hot Toys. Und dort haben wir auch das Diecast Logo. An der Seite eine War Machine Schriftzug. Die Rückseite stehen wieder Iron Man 3 drauf und einige Designer, die an der Figur beteiligt waren und ein paar Hinweise vom Hersteller. Auf der anderen Seite auch wieder der War Machine Schriftzug. Genau wie oben auch. So, aber wir wollen ja nicht nur wissen, was draußen ist, sondern auch was drin ist. Und entfalten die Packung mal. So, da liegt sie schon mal gut. Den Rest packe ich mal zur Seite. Richte das aus, damit ihr nicht verlassen seid und einsam, sondern zusammen bei mir seid. Und holen das untere Teil mal raus. Und haben dort schon beides parat, würde ich sagen. So, nehmen wir ihm den Deckel ab und dann sehen wir auch schon die Figur der War Machine. So, komm raus, kleiner Mann. Ziert sich ein wenig. Ey, jetzt haben wir ihn. Dort ist die War Machine Mark II aus dem Iron Man 3 Film. Auch hier Diecast, nicht nur Kunststoff, auch Metall. Und wieder alles frei beweglich. Wir können ihn hochziehen, um weiter zu posen. Die Arme natürlich auch alles. Mein Kamerawackler wieder. So, die Beine natürlich verdrehen, verbiegen, wie wir möchten. Trotzdem steht sie sehr stabil. Die Beine auch hier können wir alles frei bewegen, hinten auch und alles schön Metall. Das fühlt man auch. Nice. So, aber genug geschwärmt. Jetzt gucken wir uns erstmal die Figur genau an. Die Front. Auch hier ein schönes Farbkombinationsspiel zwischen Silber und Grau. Hier auf der Rückseite. Sieht auch wunderbar aus. Nicht so ganz glänzend, sondern mehr so eine leichte, ja, matt metallic, irgendwie so ganz komisch. Aber cool. Gefällt mir. So, stellen wir den mal zur Seite. So, fahren den ein. Und stellen den guten Mann hin. Ja, warte, muss das Schutzding hier noch einklappen. Und dann stellen wir ihn mal hin. So, hervorragend. Gerade Haltung. Und kümmern uns mal um das Untergestell. Dort ist nämlich wieder die Base drin. Legen das zur Seite und holen sie mal raus. Auch hier haben wir den Iron Man 3 Schriftzug. War Machine. Wieder die Fußplatten. Auch hier haben wir wieder ein Batteriefach mit Beleuchtung. Das heißt, ringsherum leuchtet und schimmert es wunderbar.
Auch hier haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung und ein Handbuch. Dann holen wir mal die Fixier- und Haltestange raus. Die können wir einfach hier unten reinstecken. Und et voilà, Base steht. Dann haben wir auch hier einen kleinen Greifhaken, wo wir die Figur mit einfangen können. Innen drin natürlich gummiert, damit der Figur nichts passiert. Und schau mal, die Höhe, ein wenig höher muss er, gute, so. Und stecken ihn da rein. Und fertig. Bums aus, er steht. Dann stelle ich ihn noch für euch auf den Präsentierteller, im wahrsten Sinne des Wortes. Und haben ihn fast eingefangen. So, perfekt. Würde ich mal sagen. Dann wollen wir mal gucken, wie groß ist der Bengel überhaupt. Er hat eine Höhe von circa 32, knapp 33 cm ohne und knapp 36 mit Base. Ja, schon ein großer, starker Junge. Dann haben wir hier auch wieder ein Batteriefach mit Werkzeug, aber das brauche ich nicht aufstellen. Und leg das mal zur Seite, damit wir zu dem Rest des Ganzen kommen. Auch hier haben wir wieder seine Schulterkanone. Na, komm raus. Sitzt alles super stabil da drin. So, da haben wir sie. Auch hier wieder frei bewegliche Schulterkanone. Dort können wir ihn reinsetzen, reinstecken, ausrichten. Und schauen mal. Stecken wir mal rein. So, 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 fertig. Schon hat er seine Knarre. Hervorragend. Was sagt ihr dazu? Es ist eine tolle Bohrmaschine. So, ein bisschen höher können wir noch. Perfekt. So, des Weiteren haben wir natürlich wieder eine Armkanone, die wir ihn auf dem rechten Arm stecken können. Einfach auswechseln, abstecken, hier mit den Clips. Und dann können wir sie hier befestigen, damit er noch mehr Waffenpower hat. Des Weiteren haben wir wieder eine Faust für die rechte Seite und eine Faust zum Wechseln für die linke Seite für die War Machine. Dann haben wir eine Repulsorhand für die rechte Seite. Hier sehen wir wieder angewinkelt und beleuchtet. Also die Hand ist nicht beleuchtet, aber es ist durch diesen Tunnel eine Beleuchtung gegeben, da die LED direkt in dem Handgelenk steckt. Auch hier haben wir das für die linke Seite, den Repulsorarm oder Hand. Auch hier können wir sehen, dass dort Licht durchdringen kann. Und wir haben seine berühmte Vierfingerhand. Und das war's auch schon, meine lieben Damen und Herren. Wie ihr seht, ist die Verpackung leer. So, das ist das, was ihr bekommt, wenn ihr euch die War Machine aus Iron Man 3 holt. Und ja, ich finde, das ist eine klasse Figur. Die Farbkombination ist natürlich wie bei der anderen fast gleich, nicht ganz. Ein bisschen wechselt sich immer ab. Aber ich finde dieses schöne Matt, finde ich toll. Und das Gewicht, die Stabilität, da es ja aus Metall ist, ist es nicht nur so ein billiges Plastik-Optik, sondern die macht schon was her. Mir gefällt sie sehr gut. Und hoffe euch natürlich auch, aber schreibt es bitte in den Kommentaren, was ihr dazu sagt.
was ihr von der Figur haltet. Ist es was für euch oder ist es nichts für euch? Was ist eure Lieblings-War Machine? Die Classic oder doch mehr die moderneren aus Infinity War oder Endgame? Das würde ich mal gerne wissen. Schreibt das gerne in die Kommentare und wir können uns gerne darüber mal unterhalten. Und was ihr auch machen könnt, ist, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben und bitte, bitte, damit würdet ihr den Kanal unterstützen. Und macht die Glocke an, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, denn es werden noch einige Figuren und Statuen dazukommen, die ich mit euch gemeinsam auspacken möchte. Von daher wäre das super, super geil, wenn wir das gemeinsam wieder angehen könnten. Ja, das war es auch schon. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ich habe euch jetzt mal wieder eine neue Figur gezeigt und ausgepackt. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, gemäß dem Motto, Sammeln macht Spaß, hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und gemeinsam mit mir Freude am Auspacken habt. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Tops.